Zweiten Vortrag in dieser Session, der den Titel, wie Sie sehen können, Science Tracking, das neue Geschäftsmodell der Wissenschaftsverlage trägt. Und das ist zumindest für mich ein relativ neues Themenfeld und ich hoffe für uns alle ein spannendes, von dem Professor Dr. Björn Brems, Professor Dr. Konrad Förstner und Frau Petra Lappiger berichten werden. Professor Brems ist Neurobiologe und hat an der Universität Regensburg eine Professur für Neurogenetik inne. Professor Förstner ist Bioinformatiker und leitet seit 2018 den Programmbereich Data Sciences and Services bei ZBMed und hat außerdem eine Professur für Information and Data Literacy an der TH Köln inne. Und Frau Lappiger ist studierte Anglistin, hat Romanistik und Germanistik noch studiert und über verschiedene andere Schritte leitet sie jetzt seit Mai 2021 das strategische Lizenzmanagement bei ZBMed. Die drei werden uns eine Einführung in die Problematik geben und unterschiedliche Perspektiven für die WissenschaftlerInnen und Bibliotheken aufzeigen. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich hoffe, Sie können mich jetzt gut hören. Wir werden jetzt gleich zu dritt hier Ihnen etwas vorstellen. Ich werde beginnen, dann werde ich das Petra Lappiger übergeben und dann wird Björn Brems, beziehungsweise andersrum, Björn Brems wird dann übernehmen und dann werden wir uns am Ende noch mit ein paar Lösungen zu dem Problem, was wir im Vorfeld schildern, auseinandersetzen. Ja, Science Tracking, Sie haben es ja schon gesagt, ist für manche neu. Wir haben hier gerade dieses neu auch noch in Anführungszeichen gesetzt, denn so neu ist das Geschäftsmodell per se selber gar nicht. Dennoch glauben wir nicht, alle Menschen, die es wissen sollten, sind sich dessen bewusst und deshalb finde ich das sehr schön, dass wir das hier einmal vorstellen können und wir würden dann auch sehr gerne in Diskussion gehen und am Nachmittag ist ja auch nochmal eine Diskussionsmöglichkeit zu diesem Thema, was sehr viele Facetten hat und wir wollen das jetzt in dieser kurzen Zeit einmal erstmal kurz vorstellen. Vielleicht fangen wir gleich mit dem Ende an. Wir haben eine Petition, die heißt Stop Tracking Science. Die haben wir vor ein paar Monaten gestartet. Wir heißt verschiedenste Forscher aus dem Bereich, BibliothekarInnen und ZBMed letztendlich mit dabei. Das heißt, wir haben hier eine Seite gemacht, wo man unterschreiben kann, dass man gegen das Tracking von Forschenden ist und dass wir auch die Pflicht bei den Bibliotheken sehen, sich dagegen zu stellen. Aber worum geht es denn eigentlich? Und das ist kein kleines Nischenthema, würde ich sagen, denn wir haben ein schönes Dokument von der von dem Ausschuss für wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der DFG kam vor ein paar Monaten heraus. Das heißt, dieses Thema ist mittlerweile bei vielen Leuten aufgeschlagen und ausreichend wichtig, dass man so ein Papier dazu schreibt. Und wir möchten Ihnen jetzt ein paar dieser Aspekte zeigen, ein paar Lösungsoptionen geben, die von relativ einschneidend bis vielleicht etwas gedämpft auftreten könnten und dann gerne mit Ihnen das mal besprechen. Schauen wir uns mal die Webseite von RELX an. Das ist letztendlich die Mutterorganisation von Elsevier. Und jetzt gucke ich mal so drauf und ich sehe hier, aha, RELX is a global provider of information-based analytics and decision tools for professionals and business customers. Da steht jetzt gar nicht viel von Content. Gut, das könnte sein, dass das irgendwie bei Elsevier steht. Aber wenn wir uns vor Augen halten, dass RELX eigentlich ein Data Broker ist, eine Sammlung von verschiedenen Unternehmen, die versucht, Daten zu sammeln und die dann gewinnbringend an andere zu verkaufen, dann möchte ich meine eigene Frage oder meine eigene Rolle als Forschender und auch als jemand, der in einer Bibliothek arbeitet, einfach mal in Frage stellen oder überlegen, was das für mich bedeutet. Und wenn man sich dann zum Beispiel mal auf eine Webseite eines Verlages begibt oder eines Journals, um genau zu sein, und da mal guckt, was da alles an Sachen passiert unter der Haube, und zwar kann man zum Beispiel diesen Plugin, das heißt Ghostery, kann man mal schauen, was denn alles aufgezeichnet wird. Dann sieht man, hier sind verschiedene Tracker am Laufen. Und das heißt also, dass mein Verhalten, wenn ich auf diese Seite gehe, unterschiedlich von sehr, sehr unterschiedlichen Parteien mitgetrackt wird. Hier Adobe Audience Manager lese ich hier zum Beispiel, Google Dynamic Remarketing. Das heißt, wenn ich als Forschender und im Zuge meiner Forschungstätigkeit Artikel lese, werde ich nicht nur von diesem Verlag selber hier getrackt, sondern auch von vielen anderen dritten Parteien. Und das finde ich erstmal seltsam. Ich fühle mich eigentlich als Kunde, der Steuerzahlende gibt
viel Geld aus, um diesen Verlagen die Möglichkeit zu bieten, diese Inhalte mir zu präsentieren. Und da frage ich mich, warum muss man das noch machen? Klar, natürlich Service muss irgendwie gut sein, das heißt, die Leute müssen verstehen, wer ist da. Aber brauche ich da wirklich andere Firmen, die mit draufschauen? Anderes Beispiel. Gucken wir mal uns einen Nature-Artikel an. Und da muss man sagen, das wechselt sehr. Also wer dasselbe mal ausprobiert, hier bei Nature sehen wir hier 73 verschiedene Tracker oder Systeme, die letztendlich hier mithorchen. Das ist Stand August letzten Jahres. Wenn man heute mal schaut, und das hängt auch ein bisschen davon ab, aus welcher Organisation man sich einwählt oder aus welcher, wo man sich befindet und also verschiedene Abhängigkeiten. Hier ist zum Beispiel ein bisschen weniger. Es könnte auch sein, dass mich aufgrund dieser Petition, auf die wir später noch ein bisschen eingehen, da auch entsprechend schon Handlungen vollzogen sind, die das mittlerweile eingeschränkt haben. Dennoch muss man sagen, egal wo ich mich bewege, da werden Sachen aufgezeichnet, da werden Informationen über mich gesammelt. Und das finde ich persönlich erstmal nicht so gut. Bei Facebook, Twitter, Instagram, da kann ich mich als Nutzender entscheiden. Ich bin beruflich nicht verpflichtet, diese Tools zu nutzen. Als Forschender komme ich nicht drum herum, mir Artikel anzuschauen. Das ist eines meiner Kerntätigkeiten, mein Gehirn mit Wissen von anderen Leuten zu füllen. So. Jetzt mal vielleicht die Frage, wie werden denn diese Daten getrackt? Ich habe das hier mal gezeigt. Das sind Sachen, die alle schon online dokumentiert sind. Und es gibt hier verschiedenste Möglichkeiten, wie Nutzende getrackt werden. Der Cody Hansen hat das auch mal schön zusammengetragen. Das ist ein Bibliothekar, der sich sehr viel damit beschäftigt hat und dieses ganze Thema, würde ich auch sagen, stark in die Breite getragen hat. Hier in Deutschland hat das Renke Siems sehr stark aufgenommen. Und hier sind ein paar Sachen, die mal da entsprechend möglich sind. Das eine sind diese Third-Party-Assets, das heißt, wenn ich ein CSS oder ein JavaScript einbaue, ich will jetzt gar nicht zu technisch werden, von einem anderen Anbieter, dann wird jedes Mal, wenn ich auf eine Seite gehe, das von diesem Server entsprechend abgerufen und der andere Provider weiß letztendlich, dass ich darauf auf diese Seite zugegriffen habe. Man kann auch sehr elegant Browser-Fingerprinting machen, wie ist meine Auflösung meines Browsers, was ein Betriebssystem habe ich, was ist der User-Agent und verschiedene Sachen. Das heißt, man kann hier auch indirekt viele Sachen sammeln. Da gibt es noch richtige Audience-Tools, die noch mehr Möglichkeiten besitzen und das sehr tief auch analysieren. Man kann sogar Port-Scanning machen, was meiner Meinung nach, und da möchte ich mich jetzt nicht so sehr auf dünnes Eis bewegen, von der Rechtsprechung sogar sehr, sehr kritisch ist. Und all diese Informationen kann man auch schön zusammenführen und bekommt dann so ein Gesamtbild von dem Nutzenden, von dem Lesenden, von dem Forschenden oder von dem Bibliothekar oder Bibliothekarin. Das heißt, hier hat man durch verschiedene Möglichkeiten ein sehr, sehr breites Spektrum von Techniken, die ein scharfes Bild zeichnen können. Kann man dann noch weiter treiben? Und das wird uns hier ganz schmackhaft gemacht mit Seamless Access. Das heißt, mit einem Single Sign-On. Das heißt, ich muss mich nur einmal irgendwo authentifizieren. Kann ich auch außerhalb meiner Institution, kann ich dann diese schönen Sachen lesen, was erstmal eine tolle Sache ist. Das heißt allerdings auch, dass ich hier mit einem Account Sachen nutze und damit dann ja sehr gut nachverfolgbar bin. Das ist eine Sache und das ist sogar schon so offensichtlich, dass das gewisse Probleme bezüglich Privacy haben könnte, dass selbst die Konkurrenz, also in dem Fall hier Science, mal darüber geschrieben hat, dass das ja irgendwie schon, ein Geschmäckle hat und dass man damit sehr viel Unfug treiben könnte, wenn man das tatsächlich so weit ausrollt. Und das wären dann verschiedene Verlage, die da entsprechend sich beteiligen. Das heißt, man hätte die Möglichkeit, eine sehr breite Datenbasis zu generieren. Noch eine andere Möglichkeit, die bisher nur im Raum steht, die Verlage sehr gerne sehen würden, die auch gerne vorgeschlagen wird, das hier ist sozusagen mal die Beschreibung dessen, dass man könnte es Spyware nennen, man könnte es Trojaner nennen, das ist natürlich alles nur zur Qualitätssicherung gedacht eigentlich, aber die Überlegung ist, dass letztendlich Software auf den Servern von Bibliotheken und Universitäten oder Hochschulen installiert wird, um entsprechend das zu tracken, was passiert. Und es geht natürlich nur um Qualitätssicherung, um Cybercrime-Bekämpfung, wie man das dann so schön sagt. Ich bin noch nicht ganz sicher, welches Cybercrime damit gemeint ist. Es ist relativ offensichtlich meiner Meinung nach, dass hier Sachen wie Sci-Hub natürlich unterbunden werden sollen. Aber es wird hier unter einer anderen Fahne verkauft. Und das sind Sachen, die bisher noch im Raum stehen. Das ist unseres Wissens bisher noch nicht angewandt. Aber diese Scholarly Network Security Initiative, die existiert. Es gibt dazu Werbeveranstaltungen. Und das heißt, das ist etwas, was auf uns zurollt. So, was kann man denn mit diesen Daten machen? Also vielleicht ist das ja auch einfach nur dazu da gedacht, um die Qualität hochzuhalten, um zu sehen, wer liest denn was, damit man auch richtige Entscheidungen innerhalb eines Verlages machen kann, um bestimmte Journale zu führen. Das ist ja eine berechtigte Sache. Das ist, denke ich, ein guter Punkt.
gucken wir mal ein bisschen weiter, was man noch alles machen könnte. Und ich möchte mal dieses kleine Zitat rauskratzen, Data is the new oil. Und das stimmt, ne? Das ist, oder man könnte auch sagen, Data is the new water, da gibt es verschiedene andere Bilder, aber Oil passt nämlich sehr gut eigentlich, denn man kann damit sehr viel schmutzige Sachen machen. Und da sehen wir eine große Gefahr und wir sehen auch eigentlich hier die Pflicht der Bibliotheken, sich dagegen zu positionieren, solche Sachen zu verhindern, dass nämlich nicht die große Ölschwemme kommt, sondern dass damit sinnvoll umgegangen wird. Halten wir uns noch mal vor Augen, die Verlage sind meistens in großen Konzernen aufgehangen, die verschiedenste Sachen machen. Wir haben das vorhin bei RELX gesehen, die sind eigentlich ein Data Broker. Und leider verkaufen die auch Daten an Institutionen, wo man sich denkt, dass das nicht ganz ethisch vertretbar ist. Von meinem juristischen Verständnis darf in den USA zum Beispiel, dürfen die Behörden nicht großartig Leute tracken, dürfen nicht großartig Leuten hinterher spionieren, was sie in ihren Online-Sachen theoretisch machen. Aber die Firmen dürfen das. Und was dann passiert ist, dass solche Institutionen wie die Immigration and Custom Enforcement, ICE genannt, sich dann solche Daten bei entsprechenden Organisationen einkaufen und letztendlich hier LexisNexis letztendlich dazu Daten liefert, um ICE entsprechend zu füttern. Gucken wir mal Thomson Reuters an, ne? Das ist, was wir alles auch so aus dem Verlagswesen kennen. Die haben einen schönen Service, nenne ich das jetzt mal. Und zwar geht es dabei um Investigationen auch wieder. Das heißt, hier kann man Daten einkaufen, um entsprechend Kriminalität zu bekämpfen. Und ein Bibliothekar hat das tatsächlich mal gemacht, der Sher Swoger hat das mal angefragt, denn man kann dort anfragen, mal die eigene Akte rausgeben lassen und der war sehr verblüfft, was da alles rauskam. Das heißt, das ist nicht nur ein theoretisches Problem, das heißt, es geht nicht nur darum, hier irgendwie irgendwelche Leute mit Migrationshintergrund werden einfach abgeschoben aufgrund von Daten von solchen Sachen, sondern es betrifft jeden einzelnen von uns und hier in dem Fall ist es dieser einzelne Bibliothekar und das wird jedem von uns ganz genauso gehen, ich als Forschender, ich als jemand, der in einer Bibliothek arbeitet, jemand, der im Hochschulsystem sich bewegt, auch ich werde in dieser Art getrackt. Und Sie auch. So, und der hat mal gefragt, was denn da eigentlich alles um gesammelt wird. Hat dann ein paar Daten bekommen und das ist schon ziemlich heftig, also Name, aber auch hier mit wem er verheiratet ist und irgendwie Voting Participation, also was er gewählt hat, ob er in einer Partei ist und alle solche Sachen, das finde ich schon beängstigend. Was auch noch beängstigend ist, das passt leider auch ein bisschen in dieses Schema dieser Data Broker, ist, dass die zwar sagen, High-Quality Data, also hochqualitative Daten, aber hier sehr, sehr, sehr viele Fehler drin sind, hat er auch gesagt, also irgendwie Age-Range komplett falsch, er ist geschieden und alle solche Sachen. Das heißt also, diese Sachen werden eingesetzt, ne, teilweise von Law Enforcement-Behörden, sind aber falsch, sind fehlerhaft. Das ist vielleicht noch als gut zu sehen, dass es nicht perfekt läuft, aber das kann natürlich auch zu Riesenproblemen führen. Ja, noch ein paar andere Sachen, die auch noch bekommen hat, von Healthcare Licenses bis Phone Records. Also da sind viele Sachen werden gesammelt. Das heißt also auch das, was wir hier als Bibliotheken bereitstellen, fließt in diesen Gesamtpool mit ein und bildet ein Gesamtbild ab, was dann verkauft wird. Das heißt, um es so ein bisschen zusammenzufassen, diesen ersten Teil, wir sehen einen Wandel bei den Verlagen vom Content Provider hin zu Data Broker. Das heißt also, wir haben ein komplett anderes Geschäftsmodell. Es geht nicht darum, uns mit Informationen zu versorgen, damit wir Wissenschaft betreiben können oder damit das Wissen der Menschheit gesammelt wird, sondern es geht eigentlich darum zu gucken, wer macht was und wem kann ich das dann verkaufen, um entsprechend Gewinne einzufahren. Das heißt, wir sind eigentlich Teil in diesem Bibliothekssystem eines entfesselten Überwachungskapitalismus. Wer vielleicht das Social Dilemma angeschaut hat, hat gesehen, das ist eine Dokumentation, wie Facebook und andere soziale Netzwerke funktionieren. Die machen das natürlich sehr stark über Psychologie, über Abhängigkeitsverhältnisse, dass ich sozusagen unser Dopaminsystem hacken. Braucht man hier gar nicht, denn ich als Forschender, ich muss Sachen lesen. Das heißt, hier steht eigentlich gar nichts im Wege, dass die Leute mich direkt tracken, weil ich diese Tools nutzen muss. Wir sehen auch eine böse Verknüpfung zwischen Arbeits- und Privatleben, gerade wenn man sich dann von extern auch einloggen kann über so eine ID, dann kann man das auch mit ganz anderen Aktivitäten verknüpfen. Wir sehen da eine Fehleranfälligkeit des Systems und das heißt Fehlklassifikation, wenn wir überlegen, dass immer mehr Dinge getan werden auf Basis von
solchen Daten, sei es Kreditvergabe, sei es Zugang zu bestimmten anderen Ressourcen, dann ist das sehr, sehr problematisch. Und wir sehen letztendlich eine Einschränkung der Freiheit von Forschung und Lehre. Denn wenn bestimmte Sachen wie Genderforschung zum Beispiel mitgetrackt wird, dann kann das in bestimmten Staaten tatsächlich dazu führen, dass Leute Probleme bekommen. Wenn man als Staat diese Daten einkaufen kann und sieht, okay, welcher Forschende arbeitet denn an welchen Sachen hier, dann kann man das auch gegen diese nutzen. Das heißt, um es ganz prägnant und vielleicht etwas gemein zu sagen, da können wir gerne später darüber diskutieren, Bibliotheken sind eigentlich die Steigbügelhalter für diese Data Broker und haben eigentlich damit die Verantwortung auf sich geladen und da müssen wir unserer Meinung nach entsprechend dagegen arbeiten. So, an dieser Stelle würde ich einmal übergeben an Björn Brems und ich bin so ein bisschen seine Fernbedienung und ich mute mich jetzt mal. Schön so wie früher, als ich Student war und bei den Konferenzen die alten Professoren gesagt haben, next slide please, und der Diaprojektor-Schieber oder die Schieberin hat die nächste Dia eingelegt. Ja, vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, dieses Thema hier ein bisschen vorzustellen. Es ist ja nicht wirklich das erste Mal, dass wir meine ich jetzt so die wissenschaftliche Gemeinde mit allen ihren Institutionen, ja, da gehören natürlich Bibliotheken ganz zentral mit dazu, dass wir uns mit den Gebaren der Verlage auseinandersetzen müssen. Bereits in den 70er, 80er Jahren haben wir angefangen, besonders viel Geld zu verlangen. Das hat dann den Namen die Serious Crisis bekommen. Da war so das Problem, okay, was machen wir nun? Wir haben so viele Journale und so viel Geld, was wir bezahlen müssten, aber nicht genug Budget, um das zu bezahlen. Da wurde schon diskutiert, was man damit macht. Das Ganze eskalierte dann natürlich immer weiter. Ich lasse ein paar Sachen aus. In den 2000ern wurde dann dieses Problem ein Zugangsproblem. Das heißt, hier war es vor allem die wissenschaftliche Gemeinde, die gesagt hat, ja, das Problem ist ja nur primär das Geld, sekundär das Geld, primär ist das Problem natürlich vielmehr, dass Leute ohne Geld dann eben keinen Zugang zu öffentlich geförderter Wissenschaft haben. Das heißt, hier wurde es aus einem finanziellen Problem, wurde hier ein ethisches Problem gemacht, also das Problem einer Funktionalität auch, ja, ein technisches Problem. In Zeiten von Internet ist Access ja nur ein technisches Problem. In den letzten 10 Jahren wurden die teuren APCs, die man bezahlt, Article Processing Charges, auch wieder ein Geldproblem gemacht. Und jetzt ist es halt das Tracking. Es sind so ein paar Sachen, die ich so rausgesucht habe. Jeder von Ihnen hat sicherlich eine andere Perspektive darüber, was die Verlage so für schlimme Sachen mit uns über die Jahrzehnte gemacht haben. Ja, nächste Folie. Die Ursache, die diese ganzen Probleme haben, ist natürlich die, dass die Verlage ja machen können, was sie wollen, weil sie ja Monopolstellung haben. Früher war es so, dass jeder Artikel, das ist jetzt immer noch so, aber die Ursache für diese Subskriptionen war natürlich, dass früher man immer nur den Artikel von einer einzigen Stelle bekommen konnte, nämlich von diesem einen Verlag. Ja, das heißt also, jeder Artikel war so sein eigenes kleines Monopol und deswegen konnten die Verlage eben verlangen für die Subskription, was sie wollten, was keine Konkurrenz gab. Ja, bei den APCs ist es ganz ähnlich. Wenn ich in Nature publizieren muss, um einen Job zu bekommen, ja, dann muss ich da eben publizieren. Da gibt es dann auch keine Konkurrenz, auf die ich ausweichen kann. Und so ist es natürlich auch, wenn ich ein bestimmtes Physikjournal habe, wo ich als Physiker publizieren muss, oder ein Biologiejournal, wo ich als Biologe publizieren muss. Das sind alles Sachen, da habe ich auch nicht viel Auswahl. Da steht zwar die Wissenschaftsfreiheit auf dem Papier, in der Realität ist die natürlich nicht wirklich gegeben. Insofern stellen diese Journale auch wieder Monopole dar, sodass sie bei den APCs verlangen können, was sie wollen. Und nicht umsonst ist es auch so, dass alle Studien der letzten 5 Jahre darauf hinweisen, dass die APCs mindestens genauso stark steigen wie die Subskription, wenn nicht sogar noch stärker. Was natürlich dazu führt, da die Anzahl der Publikationen ja auch steigt, dass die Gesamtkosten für die Bibliotheken natürlich deutlich stärker steigen in den letzten Jahren, als die Subskriptionen jemals gemacht haben. Ja. Und das eines der Möglichkeiten, was sich die Verlage nun mit dieser Tracking-Technologie erlauben und ermöglichen, ist es, diese Monopole auf den gesamten wissenschaftlichen Prozess auszuweiten. Ja, also es ist nicht nur so, dass man die Daten verkaufen kann, die da gesammelt werden. Und das Praktische ist ja, dass man digitale Sachen, die man verkauft, ja trotzdem selber noch hat. Ja, also vor digitalen Zeiten hat man etwas verkauft, dann war man das Ding los. Jetzt kann ich die Daten verkaufen und kann die Daten aber auch noch zusätzlich selber verwerten.
Das heißt also, die Daten, die wir den Verlagen ganz bereitwillig liefern, zusätzlich zu dem Geld, was wir ihnen hinterher schmeißen, verwenden die auch noch, um das Ganze von Publikationen auf alles andere auch noch auszuweiten. Nächste Folie bitte. Wenn man sich das traditionell so anschaut, dann sieht man diesen grauen Block. Dadurch, dass ich jetzt den Bildschirm nicht teile, kann ich jetzt natürlich auch leider nicht darauf zeigen, auf das, worauf ich gerade rede. Ja, aber das Graue da in der Mitte ist das, was die Publikationen gemacht haben. Wenn man da so mal hinschaut, dann sieht man bei Nummer 7 Peer Review, Nummer 6 Submissions Revisions, Nummer 9 Distribution Dissemination und Libraries stehen drüber. Aber es ist natürlich zuerst mal so, dass ich bei einzelnen Research Question habe. Dann muss ich nach Bezahlung suchen, Daten sammeln, Daten analysieren, zusammenschreiben. Das war alles, was man früher ohne Verlage gemacht. Hinterher gab es dann Research Evaluation und Metrics, Networking, dann Finding Academic Employment. Also bekomme ich einen Job oder muss ich Taxi fahren? Und wenn man sich dann jetzt anschaut, auf der nächsten Folie, was zum Beispiel Relax, also die Mutterfirma von Elsevier so in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugekauft hat, dann sieht man, dass unter dem Deckmantel beziehungsweise unter dem Ablenkungsmanöver, oh, auf keinen Fall können wir Open Access bieten und hier die wissenschaftliche Gemeinde praktisch die letzten 10, 15 oder noch mehr Jahre, ja genau genommen über 20 Jahre, beschäftigt hält, haben sie das ganze Geld, was wir ihnen hinterhergeworfen haben, benutzt, um zum Beispiel hier in Rot Academic Data Analytics zu kaufen. Und deswegen war auch der Titel in Anführungszeichen gemacht. Ja, 1997, hier auf dieser Skala geht das los, 2000 und ab 2004 wird es immer häufiger, dass hier Academic Data Analytics zugekauft wurden. Das heißt also, bereits vor 10, 15, 20 Jahren war es den Verlagen, hier in diesem Fall Relax, das ist bei den anderen Verlagen nicht viel anders aus, werden Sie gleich sehen, war es bei den Verlagen so, dass die erkannt haben, okay, das mit dem Content, das wird nicht mehr allzu lange weitergehen, da musste man auch, nachdem das 2000 das Internet schon 10 Jahre alt war oder über 10 Jahre alt war, auch kein besonders schlauer Einstein sein, um das zu sehen, dass das mit diesem Content nicht mehr lange gut geht und haben sich sofort angeschickt, hier Data Analytics zu werden. Und in der ganzen Zeit, wo wir, die letzten 20 Jahre, wo wir uns irgendwie mit Open Access beschäftigt haben, da war das für die Verlage schon lange ein alter Hut. Seitdem versuchen die, ihre Monopole auszuweiten. Das zeigt die nächste Folie, beispielhaft für Relax. Hier sehen Sie jetzt die ganzen Sachen, die sich Elsevier so eingekauft hat, um den gesamten, von 1 bis 12, den gesamten Research Workflow abzudecken mit diversen Tools. Und was ich vor einigen Jahren gehört habe, ist Elsevier mittlerweile auch international dabei, hier Pakete zu verkaufen bei großen Institutionen, wo man eben dann alles aus einer Hand bekommen kann als Mitglied einer solchen Institution. Dass Elsevier das nicht alleine macht, sehen wir auf der nächsten Folie. Hier ist Elsevier ganz oben nur so als Beispiel. Hier ist dieser 1 bis 12 etwas linearisiert und zusammengefasst. Discovery, Analysis, Writing, Publication, Outreach and Assessment. Da sehen Sie, dass Holzbrink mit Springer Nature und Digital Science da auch sehr gut aufgestellt ist. Wiley braucht noch ein bisschen. Taylor & Francis hat sich als F1000 gekauft, nicht komplett, aber ein Teil. Und ist damit auch relativ gut aufgestellt. Also Sie sehen, das sind jetzt hier so die vier Größten, die sind alle, gehen so in dieselbe Richtung. Ja, das heißt also, grundsätzlich, im Prinzip hätten wir jetzt hier tatsächlich sogar noch so was bisschen wie Konkurrenz. Aber es ist natürlich klar, es liegt nicht im Interesse irgendeinem dieser Verlage, dass man hier als Institution einfach zwischen oder Nutzer einfach zwischen diesen einzelnen Tools hin und her wechseln kann, sondern es ist natürlich entscheidend für die Durchsetzung am Markt, dass hier alle Tools von einem Provider kommen und dass die gut miteinander zusammenarbeiten und dass es möglichst schwer ist, wenn man mal so eine Suite sich besorgt hat und damit gearbeitet hat, möglichst schwer ist, dann seine Daten mitzunehmen und zu jemand anders zu geben. Ja, und damit hätten wir dann sozusagen auf den gesamten Workflow das genau gleiche System wieder, wie wir es bei den Publikationen auch haben, dass wir Monopole haben, gegen die man nichts machen kann, einen Vendor-Login haben und wir dann verhandeln müssen, dass doch bitte die Services nicht schlechter werden, die Preise höchstens doppelt so hoch wie die Inflation steigen. Die nächste Folie zeigt dann also auch, und das ist meine letzte, zeigt dann auch, was ich damit natürlich machen kann. Diese Studie, die gerade gestern vorgestellt wurde von Wolfi Christel, beschäftigt sich überhaupt nicht mit akademischem Tracking, sondern mit dem, was an den verschiedensten Arbeitsplätzen, digitalisierten Arbeitsplätzen abläuft.
Und da ist es teilweise schon so, dass automatisiert, das nennt man dann datenbasiert, Mitarbeiter klassifiziert werden in produktiv, mittel oder wenig produktiv. Das heißt also, dass dann alle Bibliothekare und Wissenschaftler, wenn die Verlage, die dann Service Provider sind, die eigentlich jetzt schon Service Provider sind, die Ex-Verlage, dass sie dann den Daumen darauf haben, wer einen Job bekommt, wer seinen Job behält oder wer Taxi fahren muss. Und das Ganze ohne, dass irgendjemand von uns da irgendwie großartigen Einfluss drauf hätte. Das ist also das Zweite neben dem finanziellen Profit, den man mit den Daten machen kann, wenn man sie verkauft. Ein zweites Standbein, wofür diese Daten verwendet werden. Und damit übergebe ich dann zu Frau Lappiger. Ja, danke schön. Jetzt bin ich diejenige, die wahrscheinlich in der gleichen Schockstarre sitzt wie Sie, weil ich jetzt sozusagen die andere Seite der Medaille zeige, nämlich diejenige, die sich mit der Lizenzierung dieser Inhalte beschäftigt und die mit den Verlagen verhandelt. Und vielleicht noch so zu meinem Hintergrund, weil das so ein bisschen gefehlt hat vorhin. Ich habe 11 Jahre auf kommerzieller Seite gearbeitet bei einem Aggregator, der aber zwischen Verlag und Kunden stand und habe also dann besonders an die pharmazeutische Industrie verkauft und habe dort natürlich auch Feedback erhalten. Zum Beispiel das, was Herr Professor Brems gerade gesagt hat über diese Kontrolle des Arbeitsplatzes, war also vor ungefähr 7 Jahren auch bei der pharmazeutischen Industrie schon normal. Im Ausland muss ich dazu sagen, mich hat das damals sehr überrascht, dass sowas erlaubt ist, aber das war eben auch ein Tracking der einzelnen Arbeitsplätze, um zu sehen, wie Produkte, die eingekauft werden, auch genutzt werden. Das wussten die Arbeitnehmer dort aber und ich habe da nie nachgefragt, Einzelne, wie die das nur so gefunden haben, aber das schien da schon normal zu sein und mich hat es allerdings als Deutsche schon geschockt, weil ich immer gedacht habe, das ist doch bei uns sicherlich nicht erlaubt. Aber jetzt mal zu meiner Folie. Aus der Perspektive der Erwerbung und der Lizenzierung haben wir natürlich in den Bibliotheken den allgemeinen Versorgungsauftrag. Und dann kommt natürlich diese Perspektive hinein, dass die notwendige Literatur für die Forschung und Lehre einfach beschafft werden muss. Das ist jetzt etwas, wovon ich mal ausgehe. Und da ist unser Job eben das Aushandeln günstiger Konditionen. Und da ist natürlich schon die Frage, inwieweit ist uns das immer möglich? Weil es natürlich die eben schon erwähnte Monopolstellung gibt, die die Verlage nun mal haben. Und da sind natürlich unsere Handlungsspielräume als einzelne Institutionen auch begrenzt. Und da ist natürlich auch immer die Abwägung derjenigen, die dort verhandeln, welche Maximalpositionen sind denn überhaupt für uns möglich? Also ist es eine Möglichkeit auch zu sagen, nein, wir werden diesen Content überhaupt gar nicht mehr erwerben, wenn auf der anderen Seite eben Wissenschaft steht, Forschung steht, die diesen Inhalt benötigt. Konrad, bitte die nächste Folie. Danke. Insofern finde ich es sehr, sehr wichtig, dass der Austausch mit den Forschenden besteht. So ein bisschen haben wir das ja in dieser Gruppe heute auch schon repräsentiert. Also Bibliotheken können sich natürlich schlecht gegen ihre Nutzenden entscheiden. Wir haben das ja so ein bisschen bei dem Elsevier-Boykott. Da gab es ja auch Reaktionen, die nicht alle aus der Wissenschaft immer so positiv waren, wo eben auch gesagt wird, wir brauchen aber diesen Content. Wie könnt ihr da jetzt einen Boykott machen? Es braucht also da auch immer diese breite Aufklärung der Betroffenen. Insofern finde ich jetzt diesen Vortrag auch sehr, sehr gut, dass man eben Verständnis für eine eventuelle Nichtverfügbarkeit von Inhalten eben auch generiert. Und das ist natürlich immer davon abhängig auch, dass man jetzt erstmal auch wirklich überprüft, was passiert konkret in Deutschland, was in Amerika passiert, haben wir gesehen. Das ist auch schon überprüft worden. Was jetzt konkret in Deutschland passiert, denke ich mir, müssen wir jetzt mal überprüfen. Und es geht eben um einen weitaus größeren Bereich. Das ist eben auch schon erwähnt worden, als nur die Literaturversorgung, für die wir jetzt bei ZBMed zum Beispiel zuständig wären. Aber an den Universitätsbibliotheken geht es natürlich dann auch um Forschungsinformationssysteme, da erinnere ich mich an meine Zeit in Hannover, wo zum Beispiel dann eben Pure von Elsevier verwandt wird, auch wenn man das vielleicht als Bibliothek jetzt nicht so gut fand, aber die Entscheidung kommt halt da von der Uni. Also insofern wären diese Gespräche eben sehr, sehr wichtig. Konrad, noch eine Folie, glaube ich, bei mir. Ne?
Ja, die rechtliche Situation, wie soll man sich gegenüber den Verlagen, wenn wir das jetzt alles überprüft haben und stellen eben so etwas fest, wie soll man sich verhalten? Da war für mich eben von Anfang an die Frage eben, was genau kann belegt werden, was kann nachgewiesen werden, also konkret jetzt von uns. Und dann, wenn wir etwas nachweisen, was sind denn dann die rechtlichen Möglichkeiten? Also was haben wir für Möglichkeiten, ein Fehlverhalten zu ahnden, beziehungsweise das zu unterbinden? Und für mich jetzt auch für meine Arbeit ganz wichtig und für Ihre Arbeit sicherlich dann auch, welche juristischen Formulierungen sollten in die Lizenzverträge aufgenommen werden? Wie kann das formuliert werden? Und dann haben wir noch eine Folie und dann komme ich zum Ende. Also so die Ideen, die ich hatte, ich habe dieses Thema jetzt auch vor ein paar Wochen, bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand von uns alleine lösen kann. Also insofern würde ich vorschlagen, dass sich die Menschen, die mit Lizenzen zu tun haben an den Bibliotheken, dass man sich zusammenschließt, vielleicht zu einer Arbeitsgemeinschaft und das mal zu diskutieren. Vielleicht gibt es sowas auch jetzt speziell für Medizinbibliotheken innerhalb der AGMB, dass das eine Möglichkeit wäre, eine Diskussion dort zu starten, dass man gemeinsam Formulierungen erarbeitet, so als Ideen erst einmal, die in Lizenzvereinbarungen etabliert werden können. Insofern braucht man da, ich weiß nicht, ob alle von uns Juristen sind, ich bin es zum Beispiel nicht, denke ich mir eine Unterstützung auch durch Fachleute. Ich weiß auch nicht, ob der Justiziar, der vielleicht in der Institution arbeitet, da weil so der Fachmann oder die Fachfrau ist, der Justiziar, die Justiziarin. Insofern war da so meine Idee, ob man da nicht mit einer Top-Kanzlei zusammenarbeiten könnte. Wer soll das bezahlen? Das müsste man mal gucken. Das waren also so die ersten Ideen, die ich so hatte, wo ich denke, dass man so durch einen gemeinschaftlichen Akt das Ganze angehen kann. Man hat natürlich sehr große, sehr, sehr starke Gegner, also auch in meiner Rolle damals in der kommerziellen Firma, in der ich gearbeitet habe, waren wir nicht immer die Freunde von Elsevier und anderen großen Verlagen und haben das auch sehr gespürt. Also das ist schon dann ein sehr kalter Wind, der einem entgegenkommt. Vor allem, wenn man eine relativ kleine Firma ist, insofern, das ist ja jetzt anders. Wir sind ja große Institutionen, aber nichtsdestotrotz, ich denke mir aus meiner alten Erfahrung, man muss sich warm anziehen und aber das heißt nicht, dass man das nicht versuchen soll. Und meine persönliche Meinung ist dann noch, aber da mag ich falsch liegen, dass natürlich durch die DSGVO wir eben in Deutschland, glaube ich, besser aufgestellt sind als in den USA. Aber auch das, das muss man alles mal überprüfen. Und ja, damit wäre so meine Idee, dass man sich zusammentut und das Ganze eben gemeinsam angeht. Ich glaube nicht, dass das einer von uns alleine schafft. Dankeschön. Noch eine Sache zum Abschluss. Erstmal wollen wir uns nochmal bei ein paar Leuten bedanken. Also Renke Siems, der das ganz klar in die deutsche Community reingetragen hat, aber Gerhard Lauer, der auch ganz viel gemacht hat. Und wir haben auch mit Claudia Müller-Bürn und Felix Schönbund und Peter Krake auch zusammengearbeitet, um dieses Thema ein bisschen in die Breite zu tragen. Und wir sind sicher, es gibt jetzt gleich noch eine ganze Menge Fragen dazu. Wir möchten vielleicht dennoch hier nochmal aufrufen, auch hier bei dem Stop Tracking Science sich einzubringen. Und zu unterschreiben, um einfach auch ein bisschen die Fahne hochzuhalten, dass das nicht geht und dass das nicht gut ist. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einerseits dieses juristische Rangehen. Man kann aber auch natürlich noch radikaler sein. Man kann auch hoffen, dass durch die NFDIs letztendlich da alternative Strukturen geschaffen werden und dass wir eigentlich auf ja, öffentlich finanzierte Infrastruktur unsere Sachen transferieren und damit arbeiten. Und damit würde ich jetzt den Deckel drauf machen. Ganz herzlichen Dank, Frau Wirkel, nochmal für die 2 Minütchen extra. Frau Wirkel, soll ich noch auf diese eine Kommentar im Chat, soll ich da vielleicht drauf eingehen? Sehr gerne, sonst hätte ich gesagt. Also die Petition ist unterschrieben, ob es was hilft. Berechtigte Frage. Also warum machen wir diese Petition? Wir sind natürlich uns ist klar, nur weil da jetzt jemand unterschreibt, werden die Verlage damit nicht aufhören. Ja, sehr unwahrscheinlich. Was wir damit ein bisschen aufzeigen wollen, ist, dass es eine Community gibt, die das sehr, sehr kritisch sieht und dass dann Funder wie die DFG, vielleicht auch das BMBF oder andere entsprechend auch sehen, okay, hier müssen wir einschreiten. Wir haben ja auch vorhin überlegt, wie sieht es denn mit einem juristischen Geplänkel aus, wer finanziert das, also sprich, wenn da dann Geld in die Hand genommen werden könnte, dann ist es sicher gut und dafür muss man einfach zeigen, das wird allgemein als großes Problem angesehen. Und wenn die Verlage natürlich meinen, machen wir gar nicht oder wollen wir gar nicht machen, dann ist das ja überhaupt kein Problem, wir können das gerne in ihre Verlage reinschreiben, das ist alles klar. Ne? Also wir brauchen ja einfach die Grundlage, wir brauchen die Community, deshalb, also herzlichen Dank nochmal für die Unterschrift.
Es kam auch gerade noch ein Hinweis von Frau Schmitz, die schreibt, inwieweit kann man das noch einfangen? Gestern und heute wurden Produkte vorgestellt, für die man mit Login die Inhalte auf dem Smartphone immer und überall nutzen kann. Das heißt, Tracking innerhalb der IP-Range der Forschungseinrichtung kann vielleicht noch unterbunden werden, aber auf privaten Geräten. Genau so ist es. Das ist das Problem. Ja. Das ist ja das, wo Herr Brems auch ganz viel zu hatte in unseren Vorgesprächen, wo einfach ganz viel zusammengeführt wird, was nicht zusammengeführt werden soll.